Es gab heute einen neuen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur Trailer, wenn man das so nennen kann. Es wurde eine neue Arena-Leiterin vorgestellt und ich möchte dazu ein paar Worte verlieren. Es passt in die 9. Generation, es passt zu Paldea und das ganze Gesamtkonzept dieses Trailers ist einfach mal was komplett anderes. Ich finde diesen frischen Wind und dieses Energiegeladene einfach den richtigen Schritt, muss ich ehrlich sein. Also mir persönlich hat der Trailer sehr gefallen, aber ich möchte jetzt gemeinsam mit euch einfach mal einen Blick auf die neue Arena-Leiterin werfen. Enigmara ist also die neue Arena-Leiterin aus Vermanza City, welche uns eben in elektrisierende Kämpfe verwickeln wird. Daher wisst ihr es schon, sie wird dem Typ Elektro einsetzen. Und sie ist sogar Streamer und Influencerin. Kaum zu glauben, dass man diese jetzt sogar in Pokémon-Spielen selbst antreffen kann. Die Idee, dass wir quasi im Trailer einen Livestream von ihr sehen, fand ich persönlich sehr originell. Und es ist mal was ganz anderes und sicherlich wird Enigmara jetzt schon sehr, sehr viele Fans haben. Gerade in der Region Japans. In dem Livestream, den wir uns anschauen, gibt es noch eine Challenge. Wir müssen ihr Partner-Pokémon erraten. Dass es sich hierbei um ein neues Pokémon handelt, ist nahezu offensichtlich. Wir sind übrigens alle Teilnehmer dieser Challenge. Also, was meint ihr, was für ein Pokémon könnte das sein? Es gab auch ein paar Tipps seitens der Arena-Leiterin, wie sich ihr Partner-Pokémon denn anfühlt. Darauf hat sie geantwortet, weich und wabbelig, es wäre träge und eher chillig und es hat zwei Beulen am Kopf, die öfters mal für Augen gehalten werden. Welchen Pokémon-Typ? Das könnt ihr mit Sicherheit schon selbst beantworten. Es ist ein Elektro-Pokémon. Doch es gab noch einen Tipp von ihr. Wenn dieses Partner-Pokémon seinen Körper streckt und zusammenzieht, erzeugt es Elektrizität in seinem Bauch. Mehr Tipps gab es leider nicht. Ich würde hier wirklich auf eine Entwicklung von Pamo wetten. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass Pamo noch eine Entwicklung hat. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, dass in diesem kleinen, knuffigen Pokémon noch mehr steckt, als das, was wir bisher gesehen haben. Wisst ihr nur, was ich irgendwie komplett schade finde? Die ganze Community teilt sich gerade irgendwie so in insgesamt drei Teile bei dieser Arena-Leiterin. Zum einen wird sich darüber beschwert, dass Pokémon-Spiele nicht mehr so die Persönlichkeit haben, wie sie sie früher hatten und die Charaktere irgendwie lieblos sind und einfach gestaltet. Jetzt bekommen wir wirklich Persönlichkeiten und die einzelnen Charaktere haben wirklich eine einzelne Bedeutung und sie haben wirklich was zu tun in diesen Spielen und das ist jetzt auch schon wieder verkehrt. Also Enigmara wird jetzt schon als nervig eingestuft, als total aufgedreht, als einfach nicht passend in die Pokémon-Spiele und ich finde, wir sollten irgendwie jetzt mal langsam offen für was Neues sein. Die Pokémon-Community geht in eine neue Richtung, klar, ich finde auch nicht alles gut, was sie machen, aber ich finde, man sollte einfach wirklich offen für was Neues sein. Ich bin mal gespannt. Auch wurde eben kritisiert, dass sie auf dem deutschen YouTube-Kanal überhaupt kein Deutsch spricht und auf dem englischen YouTube-Kanal überhaupt kein Englisch spricht. Also Leute, was ist los mit euch? Sie kommt ja original aus Japan quasi, beziehungsweise ist es halt wirklich japanischer Herkunft. Man spricht halt dort so diese Sprache und diese Sprache spricht sie eben auch in ihren Streams, beziehungsweise in diesem Video. Also ich verstehe das Problem da ehrlich gesagt nicht. Stellt euch jetzt einfach mal vor, sie würde Deutsch sprechen oder auch Englisch und dann in dieser Geschwindigkeit. Ich glaube, dann hätte man schon wieder was dran auszusetzen und man würde sagen, Leute, ihr müsst die wirklich ein bisschen langsamer synchronisieren, man versteht kein Wort. Also egal, was momentan gemacht wird, es ist verkehrt. Welche Meinung ich mit der Pokémon-Community teile, dass es hierfür keine extra Ankündigung seitens der Pokémon-Company geben müsste, weil wir eben keine weitere Information zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erhalten. Aber auch hier sind es wieder zwei unterschiedliche Meinungen. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass es eben jetzt anfängt, so wie bei Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Da wurde ja wirklich fast schon das ganze Spiel in Trailern verpackt und ganz ehrlich, man musste die Spiele gar nicht mehr kaufen. Man wusste zuvor schon alles über diese Spiele, jeden einzelnen Charakter, jedes einzelne Pokémon, was neu dazugekommen ist. Und in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur halten sie sich halt eben ein bisschen bedeckt.
Man kann aber davon ausgehen, da sie als letztes im Video sagt, dass sie bald mehr darüber erzählen wird, dass wir den neuen Trailer vielleicht eben nochmal von ihr bekommen. Aber ich glaube, da werden wir ein paar Sequenzen bekommen aus Paldea selbst, denn dieses Pokémon, was sie beschreibt, muss ja auch irgendwo leben. Also wo werden wir es finden, wo werden wir es fangen können oder ist es vielleicht doch die Weiterentwicklung von Pamo? Zur späten Stunde habe ich übrigens noch einen wunderschönen Code für euch für das Shiny Endynalos aus Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Und diesen Code kann der Erste, der ihn jetzt gleich aus der Kamera sich abtippt oder eben direkt auf der Switch eingibt, kann sich über dieses Endynalos freuen. Also ich halte es einfach mal rein und derjenige, der es einlöst oder auch diejenige, die es einlöst, kann mir bitte gerne unten in die Kommentare schreiben. Denn ich möchte natürlich wissen, wer die Glückliche oder der Glückliche ist, der das Shiny Endynalos bekommt. Bitte seid gegenüber den anderen so fair und gebt diesen Code nur ein, wenn ihr eben noch kein Shiny Endynalos habt. Jetzt lasst uns aber über dieses seltsame und verrückte Video der Pokémon Community reden. Unten in die Kommentare eure Vermutung, welches Partner-Pokémon sich dahinter befindet und was ihr zu der neuen Arena-Leiterin sagt. Ich begrüße solche Videos sehr und nein, nicht falsch verstehen, ich bin kein Pokémon-Fanboy. Ich finde nicht alles geil, was sie auf den Markt bringen oder welche Entscheidungen sie treffen, aber das hier hat mir wirklich sehr gut gefallen. Weitere News-Videos zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur gibt es auf diesem Kanal. Schaut euch um, abonniert gerne und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, gehe jetzt mal langsam ins Bett. Boah, die Augenringe werden auch immer heftiger. Meine Güte. Und das, obwohl ich mehr als 8 Stunden geschlafen habe.